Hi, ich bin Alex von der Flugschule Hirondelle. Unser Peace Instructor hat geschrieben: Hi Alex, was mich jetzt zu der Urlaubszeit interessieren würde, ob man auch mal die Ausrüstung, also Schirm und Gurtzeug im Auto bei den Temperaturen liegen lassen kann, wenn alles trocken ist. Schöne Grüße aus Ludwigshafen. Klar, kann man machen, aber ich sag mal so, wenn es 40 Grad draußen hat, ist im Auto meistens gute 70 Grad. Und das ist dann schon heftig. Also das ist nicht unbedingt super toll fürs Material. Ein Bekannter von mir hat so eine mega große Kühltasche genommen, ja, und hat da sein Gleitschirm drin verstaut. Und der war dann, also da drin war es dann im Endeffekt dann doch noch okay, erträglich. Aber so das Material bei 60, 70 Grad im Auto liegen lassen, ist wirklich nicht gut. Also kann man und sollte man auf keinen Fall machen. Wenn ihr euer Material jetzt auch im Sommer auf der Wiesn habt und ihr packt da quasi Heuschrecken mit ein, die sich dann durchfressen, machen euch so ganz kleine Minilöcher rein, ist ja auch nichts. Ja? Also passt da ein bisschen drauf auf. Wenn ihr den Schirm zusammenrafft, ja, und quasi zur Rosette zusammenrafft, dann habt ihr meistens jetzt auf der Wiese so zwei, drei Heuschrecken. Guckt, dass er die rausbringt aus dem Schirm. Sonst beißen die sich durch und ihr habt diese kleinen Löcherchen. Ja, ihr könnt es zwar flicken, ja, aber es sieht dann auch blöd aus. Und zum Einpacken an sich, ich würde es immer so schnell wie es geht aus dem heißen Auto rausholen. Also hinfahren zum Gelände, klar, ein bisschen schnacken, 10 Minuten, Viertelstunde, dann wird es auch nicht so heiß. Raus das Material, fliegen gehen und dann lasst vielleicht noch draußen aus dem Auto, nehmt den Sack mit zum Landebier und dann später, wenn er dann quasi wieder heimfahrt, erst ins Auto rein, dann schont ihr das Material auf jeden Fall. Ja? Klar, was gibt es noch zu beachten, wenn ihr den Schirm im Zellenpacksack verstaut? Auch super gut, ja, aber dann halt nicht klein, eng und backen lassen im quasi Ofen, im Autoofen. Ja, also das wäre vielleicht ganz sinnig. Locker auflegen ist immer besser, also in einem Schnellpacksack zum Beispiel wäre da natürlich auch eine Alternative, aber auch nicht in der Hitze im Auto lassen. Gut, dann fällt mir dazu noch ein, die Gurtzeuge, selbe Thema, ja, da ist auch der Rettungsschirm mit drin. Nicht, dass der dann irgendwann ausdampft und ausgast und verbeckt. Ja? Also von dem her im Auto absolutes No-Go. Lasst es sein. Okay? Ja, wenn wir jetzt schon von Gurtzeugen und Schirmen reden, ja, finde ich, passt auch die Frage von Jörg Holtenried ganz gut dazu. Und zwar schreibt er: Hi Alex, wie verstaut man eigentlich sinnvoll Essen und Trinkbares für unterwegs, also wenn man fliegt, im Gurtzeug? Und zwar, ich mache das so, ich habe so ein Camelback quasi, also so ein Trinkschlauch, wo so 2 Liter Wasser mit reingehen. Und fast jedes Gurtzeug hat mittlerweile im Rückenbereich so ein kleines Fach, wo man diesen Camelback unterbringen kann. Und den Schlauch, für den Schlauch gibt es eine kleine Öffnung im Gurtzeug. Und dann hat man den quasi direkt hier an der Schulter, quasi griffbereit, braucht bloß einen Kopf drehen und kann man dann ein, zwei Schluck trinken für unterwegs. Essen, ja, ist so eine Frage. Also ich habe manchmal kleine Riegel dabei, so Power-Riegel oder eben auch Brezel oder so irgendwas mit dabei. Das geht schnell, kann man schnell reingreifen, zweimal reinbeißen und wieder wegstecken. Das passt ganz gut. Ansonsten ein 5-Sterne-Menü habe ich jetzt auch in der Luft noch nicht gegessen. Ich halte es meistens ganz gut aus, so 2-3 Stunden. Aber was dann drüber hinausgeht, braucht man dann halt auch wieder ganz klar Urinalkondom oder wirklich, wo man dann halt mal einen Apfel oder sonst wo reinbasen will. Was ich auch schon gemacht habe, eine Banane mitgenommen. Sieht auch ganz witzig aus, wenn man das Teil dann fallen lässt. Ja, dreht sich ganz lustig. Bitte nicht über Häuser oder sonst wo abwerfen. Ja, weil Abwerfen von Gegenständen ist generell verboten. War im Ausland, da klagt keiner drüber. Ansonsten, wie gesagt, der Camelback ist eine gute Idee. Oder es gibt auch diese Flaschen mit so einem Pfropfen, den man quasi mit den Zähnen rauszieht, kurz drauf drückt, dann wieder reinschiebt und dann kann man die auch wieder verstauen. Nachteil ist halt, man braucht immer eine Hand frei. Ja, deswegen ist der Camelback eigentlich die beste Alternative. Da gibt es auch solche Schraubverschlüsse, die man wirklich auf fast jede Plastik-PET-Flasche draufdrehen kann und dann hat man auch diesen Schlauch rausliegen. Ist auch von der Hygiene ganz gut, weil man hat immer eine neue Flasche, muss halt nur den Schlauch sauber machen. Beim Camelback wird es manchmal mit dem Saubermachen ein bisschen schwierig. Aber trinken ist in der Luft ganz wichtig. Ja? Also man muss immer wirklich mundfeucht halten. Kleiner Tipp ist vielleicht noch ein Kaugummi kauen.
hat man auch immer was zwischen den Zähnen, Speichelfluss ist da und man trocknet nicht aus. Ja. Also das sind so meine Tipps, die ich euch geben kann für den Flug bzw. Essen und Trinken. Wenn man vorne so ein kleines Cockpit noch hat, die haben meistens oder einige haben davon auch so eine Außentasche, so eine Mesh-Tasche, wo man schnell was griffbereit reinstecken kann und da mal kurz reingreifen, reinbeißen, wieder zurück und dann passt die Geschichte. Ja, und dann sollte man schon mal so 3-4 Stunden überbrücken können. Ja. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Tipps geben. Falls es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare und würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ja, wir sehen uns demnächst. Bis dann, macht's gut. Ciao.